mit Brücke. Ja, mach schon. Und okay, oha, hier. Die nächsten Sterne. Nein. Weg. Ich versuche ein Rätsel zu lösen. I wanna fly too. Flügel. Vielleicht wir müssen noch ein Sternbild finden. Ja, hier, weitere Sterne. Es kommen immer mehr von denen. Müssen wir mal ablenken zwischendrin. Blenden. Und damit dir. Wundervoll. Immer noch nicht fertig oder was? Zum Mond. Okay. Scheint sie das Finale zu sein. Weg mit dir. Und dass man kein Spot wird. Oh, Spot. Großartig. Spot ist das letzte Sternbild. Brücke zum Thronraum, zum Palast. A castle of light. Lichtschloss. Na dann, jetzt auf. Lass dich nicht mehr aufhalten. Betritt die Brücke. Worauf wartest du? Nicht Schloss. Stellt es doch als schwerer aus, heraus als es. Okay. Ja. Toll. What the glitch. Ja. Es ist ja schön. Haben wir uns zum Palast geglitscht. Sehr schön. Sehr tolle Animation. Es gibt eine Beschwerde bei Dedelic. Hello? False Queen. Are you there? At last, you brought the shard. No, I didn't. I'm here to smash the mirror. You amuse me. What's so funny about that? Do you think I'm afraid of you just because you have those seekers?
Because I'm not. The Seekers seek the shards. That is their only purpose. Whoever stands in their way will be turned into a Seeker as well. Because nothing is more important. Die Stimme kommt mir doch bekannt vor. Ein bisschen verzerrt, aber... Ja. Ich wusste es. But you're right. I don't need these creatures anymore. They can once again be human, as they were before. You can turn them back. I cannot. The mirror can. But only if it is restored. Now give me the shard! But you're me. Not quite. As you can see, I am incomplete. And I am cold, while you are warm. Are you the false queen? I am not false. I am a damaged reflection. But I will be complete very soon. But why? What does all this mean? A lot of questions, and you know the answers to all of them, but you refuse to accept them. But I don't really care. You have something that I've been missing, and you will give it to me. I want the shard. Das wäre diese berühmte Entscheidung. Die nichts bewirkt, weil ihr den Spiegel zerstören. Ja, wenn du mir sagst, warum, oder ist das jetzt schon die Entscheidung, oder? No, I won't let you have it. Oh yes, you will. I have a raging headache. I can't feel my own fingers. You can't even imagine. I'm freezing so to death. So what? I don't care. I care even less, but you should open your eyes and face the truth, because I will no longer do that for you. Uh-huh. Die beiden echt oder was? Wake up! Noah! Noah! Please wake up! Zerstör den Spiegel. There's nothing for you to return to, but if you give me the shot, einfach auf. The mirror will be restored. And so will silence. The war out there will never end. But the war in silence will end. And the Seekers will be people again. Do you think I'll bring Janice and Sam back? I don't just think so. I know. And what about Sadler? As soon as the mirror is restored, even if there is no Noah out there for you anymore, Sadwick here in silence will always be by your side. All will be well again. Der Krieg draußen wird enden. Ergänzt den Spiegel, zerschneide den Spiegel. Das ist eine schwere Entscheidung. Ich sag's dir. Das ist doch letztendlich die einzige Möglichkeit. Sie wird die Welt nur vernichten. Die wird Silence vernichten. Silence kaputt. Durch falsche Queen, dann ist die echte Welt kaputt, dann hat sie nichts mehr. Hat die Queen nichts mehr. I couldn't care less. I want to go home. No! Das ist der richtige Weg.
Errungenschaft freigeschaltet, das Spiegelbild spiegeln an der Wand. Wir haben eine Narbe in der Form des Spiegelsplitters. Das ist interessant. Komm, wir können ihn noch retten. Oder nicht? Wach auf. Aufwachen. Nur. Lass das doch nicht das Bad Ending sein. I liked your story. Now I'll tell you a story. Was ist zu Ende? Ist nicht wahr. Ja, da haben wir die Credits. Game Boy Marco und Carsten Fichtelmann war mit dabei. Dann der Michaelis. Viele andere. Matthias Kempke. Ja, haben wir die Credits vom Spiel. Gibt's noch ein alternatives Ending? Das ist die Frage. Können wir das nochmal ausprobieren oder es war die ganze Zeit Autosave, das ist das Ding. Vielleicht können wir noch irgendwie zum letzten Autosave, ich hoffe nicht, dass wir das ganze Spiel nochmal durchspielen müssen, um das letzte Ende nochmal zu sehen. Das wäre mir noch ein bisschen zu lang. Ah, es sieht nach einem sehr traurigen Ende aus. Die Credits sind auch nicht gerade fröhlich. Das war doch die Lösung. Haben wir doch schon in Teil 1 gelernt. Es würde nichts bringen. Dann wäre die echte Welt und die Silence wird zerstört. Na, die Credits sind jetzt sehr traurig. Das finde ich nicht toll. Darauf ich hoffen, da will ich noch ein Happy End sehen. Alternatives Ending. Wir haben es ja beim zweiten Mal diesmal reingebracht. Ich hoffe, wir können den Spielstand gleich nochmal laden und das alternative Ending nochmal angucken. Muss doch eines geben. Das gucken wir uns jetzt nochmal an. Das
Das alternative Ending. Ja, das wäre jetzt diese traurigen Credits. Wenn das Real Life ist traurig, dann gibt es nicht immer Happy Ends. Das ist die Wahrheit. Ja, das sind die Voice Actors, die es auf Englisch, die es im Original gesprochen haben. Der Hugo und die Coco, Winnie und Noah gesprochen haben. Spot, es himself, Lukas Deutschel. Ja, sehr schön. Und Loomis wurden wir von Joel Fussoller und Tobias Stein gesprochen. Sehr schön. Auch gut zu wissen. Schauen wir uns noch die alternativen Endings an. Es muss doch. Ralf und Ingo. Ach ja, die sind ja auch super. Tolle Voice Actors. Wie bitte was? Sag mir nicht, es gab eine deutsche Sprachausgabe hiervon. Und ich habe die ganze Zeit auf Englisch gespielt, wo es eine deutsche Ausgabe davon gab. Joa. Wäre jetzt auch nicht so wild. War trotzdem toll. Speziellen Panzer, sondern speziellen Tanks. Oh. Unser Frechheit, mich kann nichts aufhalten. Alternatives Ending, ich komme. Queen, wir retten wir die Welt. Also die unsere. Unsere Silence Welt. Hinter der Orgel. Vor der Orgel. You amuse me. What's so funny about that? Do you think I'm afraid of you just because you have those seekers? Because I'm not. The seekers seek the shards. That is their only purpose. Whoever stands in their way will be turned into a seeker as well. Because nothing is more important than finding the shard. The shard of truth. Na komm. You're right. I don't need these creatures anymore. They can once again be human, as they were before. You can turn them back. I cannot. The merit can. But only if it is restored. Now, give me the shard! But you're me. Not quite. As you can see, I am incomplete. And I am cold, while you are warm. Are you the false queen? I am not false. I am a damaged reflection, but I will be complete very soon. But why? What does all this mean? A lot of questions, and you know the answers to all of them, but you refuse to accept them. But I don't really care. You have something that I've been missing, and you will give it to me. I want the shard. Tell me why I should give it to you. You ask why?
Why? I have a raging headache. I can't feel my own fingers. You can't even imagine. I'm freezing to death. You can have my jacket. That won't do any good. You don't understand, do you? What do you mean? Very well. I've been your evil queen for long enough. It's time to face the truth. Open your eyes. Wake up! Noah! Noah! Please, wake up! He is dead. There's nothing... Mir ist sicher, dass das bessere Ende ist. You give me the shard, the mirror will be restored. And so will silence. The war out there... Dann sind wir halt der... Dann sind wir der Hedwig, der als König auf dem Thron. Der Düstere. Landschaft ist zerstört. Wie gesagt, ist beides zerstört. Ich glaube nicht dran, dass das irgendwie dass das zu einem guten Ende führt. Aber scheinbar. Ja, wir wollen es jetzt ergänzen, mal in den Spiegel und schauen mal, was uns bringt. Meine Entscheidung haben wir ja schon gesehen. Ich werde in die Realität zurückgekehrt. I know. If Noah is a cloud, then Sadwick is the rain falling into the ocean. Now that you let go, your brother will find peace. Ein alternatives Ending. You are the queen of silence. Retten wir jetzt alle Freunde und Spot, Sedwick, Kira und der Rest. Ralf und Ingo natürlich. Die Besten. Oder wie sieht das jetzt aus? Heimat ist dort, wo man sich zu Hause fühlt. Tatsache. Sadwick kehrt zurück. What happened? Did you restore the mirror? I told you. I wouldn't leave you behind. Oh, little Hopper. No. Finde ich doch das bessere Ende. Ich hätte zwar nicht dran, ich habe nicht dran geglaubt, aber das ist doch deutlich das bessere Ende. Oder nicht? Wer ist gerettet? Dass es in Deadly Games mal gibt, dass eine Welt gerettet wird. Glaubt man auch nicht mehr dran. Die Ponya-Fans wissen, das gibt's nicht. Thank you.
Okay, jetzt haben wir neue Credits. Ja. Ein bisschen anders. Also zumindest das Ending war anders. Die Credits sind, sehen nach demselben aus. Na dann, ich würde mal sagen, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen haben sollte. Ja, habt noch einen angenehmen fürsten Tag und wir sehen uns zum nächsten Projekt auf 21st IP auf Twitch im Livestream wieder. Ja. Haut rein. Bis dann und ciao. Spiel nochmal auf Deutsch. Im nächsten Stream nochmal ganz auf Deutsch. Kann doch nicht sein. Haben wir es halt im Original gespielt. Mit Untertiteln. Auch schön. Habe ich das die ganze Zeit übersehen, dass es auch eine Einstellung gab für deutsche Sprache. Das glaube ich ja nicht. Also in Credits wird es angezeigt, dass es deutsche Mundsprecher gab. Die werden in Credits gelistet. Seltsam. Sehr seltsam.
Oui. Ach, in dieser Möglichkeit wacht Cedric auf und sie nicht. Na toll. Ich weiß nicht, ob das das bessere an mir ist. Options. Audio. Sprache. Ernst? Nur mal so testweise, wir spielen jetzt nicht normal durch, aber erstmal. Mal testweise. Jetzt wirklich die schöne deutsche Synchronisation. Das gibt's doch nicht. Und das Original und die englische Version geguckt, gespielt. Ich habe die ganze Zeit auf Englisch gespielt, obwohl ich auf Deutsch hätte spielen können. Fuck off. Okay, das ist ja mal eine tolle Überraschung zum Ende. Also, ich würde sagen, Däumchen nach oben, schreibt es mir in die Kommentare. So viel werde ich jetzt wahrscheinlich die englische Version erstmal hochladen. Ja, folgt mir auf Twitch, wenn ihr mal die deutsche Version mal eines Tages, jetzt nicht im Anschluss, aber irgendwann mal, wenn mal die deutsche Version spielen soll. Ohne Untertitel und mit deutscher Sprache. Okay, Lost. Mega lost, wie ich bin. Und wenn das Ganze einfach auf Deutsch spielen können. Okay. Das hätte wahrscheinlich einigermaßen. Das hätte das Spielerlebnis für mich zumindest noch ein bisschen intensiver gemacht. Weil ich hätte dann einiges mehr verstanden. Okay, ja. Ich hoffe, euch hat es auch so gefallen. Bisschen mehr Support für die. Tut ein paar englischsprachige Videos auf meinem Kanal. Ja, mit deutscher Kommentation, aber. Ja. Auch gut. Undertale extra den Deutsch-Patch reingehauen und die englische Version gespielt. Oh gut. Wie lost. Ja, okay, Bonusmaterial. Können wir uns das Bonusmaterial nochmal angucken? Ja. Konzeptart. Cedric. Oh, der Spot. Brauche einen Screenshot von. Muss ich aufs Thumbnail packen. Mit dem schwarzen Hintergrund lässt sich das gut ausschneiden.
Och ja. Dengo. Oh, es gab eine Szene, die gedacht haben, wo wir Schneeball werfen könnten. Ach, die beiden, die haben wir im Traum in der. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir die beiden hier in Silence gesehen haben. Das waren die beiden am Fenster. Ist ja Wahnsinn. Der Drache. Eine Art des Thronsaals, die nicht im Spiel vorkam. Ach, der Horus, der immer zwischen den Welten hergeflogen ist, Minas Tirith. Ja. Einer von den Münsterchen, die dann hier die Scherbe geklaut haben und dann gefangen werden mussten. Hier haben wir den Einsucher. Ein Glühwürmchen. Ihn hier. Auch schon. Oh ja, die hier. Okay, haben wir die Konzeptart angeguckt. Okay, ich würde sagen, ich habe jetzt 39 Follower. 50 Follower auf Twitch. Kleines Versprechen jetzt hier. Da ich dann meine, ich glaube, Affiliate kriegt man dann. Wenn ich Affiliate kriege, dann, wenn er mir das ermöglicht, also nicht nur 50 Follower, sondern wenn ich das Affiliate kriege, wenn ich das freigeschaltet kriege, dann müsste ordentlich im Stream mit dabei sein. Zuschauer brauche ich im Stream und die 50 Follower muss ich voll kriegen. Wenn wir das schaffen, 2022, Silence, Du bist Bot World 2. Großartiges Game, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nochmal auf Deutsch. Mit deutschen Synchronsprechern. Versprochen, wir das voll kriegen. Also schaut auf Twitch vorbei. Das tue ich regelmäßig live. Macht die 50 Follower voll. Seid dabei im Stream, schreibt mit, chattet mit und ja. Haut rein. Das war Silence. Du bist Bot World. Auf Englisch. Wenn du Zwängen führst, bis dann, haut drinne, ciao.